Ja, Freunde, was soll ich euch sagen? Erstmal schön Dacia hier von der Ampel weggeschoben. Ne? Es ist ja nicht zu fassen. Guckt euch das mal an. Der ist platt. Der ist richtig platt. Und ich habe hier eine kleine Schramme. Komm. Mach aber auch. Okay, thank you. Thank you too. Have a good day. Bye. Bye. Jo Leute, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lost Step on Tour im Ausland. Ich habe einfach gerade ein Dacia komplett von der Straße geschubst und ich komme gerade noch nicht so ganz drauf klar. Ich versuche mal eben die Situation zusammenzufassen. Ich fahre hier gerade, hier ist Ultra Berufsverkehr gewesen und der Dude, ja, die Damen... Und ich bin auf der linken Spur gefahren, die rechte Spur war relativ voll und dieser Dacia überholt mich halt rechts, fährt vor mich und dann ist da eine rote Ampel und der bremst halt volle Kanne vor mir. Die Straße war nass und dreckig und ich konnte halt nicht so schnell bremsen, beziehungsweise ich muss auch dazu sagen, ich habe irgendwie gar nicht so schnell geschaltet, wie das passiert ist. Und auf einmal macht es Rums und der Dacia steht 5 Meter weiter vorne und ich denke mir, was ist gerade passiert? Wir stehen jetzt hier auf dem Lidl-Parkplatz. Ich parke mal eben ein, dann können wir uns den Schaden einer G-Klasse angucken. Es ist gerade, ich habe gar nicht so schnell geschaltet. Ich habe halt nur gedacht, boah, scheiße, Ausland, Versicherung, Polizei, was passiert jetzt? Ich will das nicht. War voll unter Schock. Und der Typ meinte halt so, ja, gut, wir müssen jetzt nicht die Bullen rufen und so, hast du Cash dabei? Und ich so, nee, habe ich nicht. Und... Oh Gott, im Nachhinein schon wieder so dumm. Ich habe schon wieder so schlecht geschaltet. Aber was hätte ich machen sollen? Und der Typ so, ja komm, hier 1000 Euro, alles gut und so. Und ich halt so, ja, ich wusste halt nicht, was ich sagen soll. Ich wollte dann auch nicht mit dem verhandeln oder so. Und dann sind wir zum Bankautomaten gefahren und ich habe da so getan, halt, als würde ich 1000 Euro abheben wollen. Ich habe aber nur zweimal, also es waren irgendwie 10.000, warte mal, 5.000 von diesen Leute oder wie das hier heißt, sind... 1000 Euro. 5000 Leute sind 1000 Euro. Und ich habe dann halt so 4000 abgehoben und meinte halt so, ja, ich konnte nicht mehr abheben. Und der Typ so, ja, okay, gib mir die 4000 und ist alles gut. Es war ein 2006er Dacia Logan oder so oder was auch immer, ihr habt es gesehen. Und da war halt hinten jetzt der Heckdeckel und die Stoßstangen hinten waren Fritte. Aber ganz ehrlich, das ist halt ein 2006er Auto gewesen, der sah auch echt nicht mehr so gut aus. Ich schätze mal so ein Ding, was ist der Wert? Vielleicht 1,5 oder so. Und ja, das ist Rumänien, das ist ein Standardauto hier. Die Teile kriegst du bestimmt für irgendwie 100, 150 Euro. Das war schon wieder, was mich viel mehr ärgert. Jedenfalls, okay, ich habe ihm dann diese 4000 Leute gegeben, das sind 810 Euro oder so. Und dann ist er weggefahren. Und dann sagt er, ja, alles gut. Er hat auch meine Kontaktdaten nicht und nicht seine. Und jetzt bin ich 800 Euro ärmer. Plus, was mich viel mehr ärgert, ohne Scheiß, der Schaden an der G-Klasse. Gucken wir mal. Ich habe zwar gerade gedacht, wo ich das erste Mal gesehen habe, das ist gar nicht so schlimm. Aber, ja, also die Stoßstange ist auf jeden Fall hinüber. Und wenn wir jetzt hier von oben mal so gucken, die ist auf jeden Fall auf der Seite auch weiter reingedrückt. Und wir sehen hier schon, das Teil ist weiter nach oben. Das gehört so auf keinen Fall. Scheiße, guck mal. Oh nein. Oh nein, Digga, guckt euch das mal an. Das Teil ist auch komplett... Oh, fuck. Das hat auch richtig gerumst, ne? Ich hab den echt weggebumst. Ist es gerissen? Oh Leute, jetzt reicht's aber. Ja, muss man natürlich hier... Digga, guck mal. Dass der Kühlergrill hier, der geht auf jeden Fall bis hier runter. Das weiß ich, weil wir den in der letzten G-Klasse getauscht haben. Der ist auch eingedrückt. Ja,
Also Stoßstange, Kühlergrill, dieses Seitenteil, ich weiß nicht, ob das rangeschraubt ist. Also das, was jetzt hier so weggebogen ist, ich hoffe, das ist nur quasi so eine Blende oder sowas, dass man das irgendwie einzeln tauschen kann. Und ich hoffe, dass dahinter, ich weiß nicht, ehrlich gesagt auch nicht, wie die Front der G-Klasse aufgebaut ist. Muss mal drunter legen, müssen wir ja machen, ne? Welcome to Romania! Achso, scheiße, hier ist der Unterbodenschutz. Da siehst du also nichts. Auf jeden Fall ist hier, oh, guck mal hier. Hier ist auch direkt irgend so ein Kühler hinter. Dahinter der Stoßstange sitzt direkt irgendein Kühler. Ich hoffe jetzt nicht, dass der gerade was abbekommen hat. Okay, Leute, ich muss das erstmal verarbeiten hier irgendwie. Ich bin schon wieder... So, hab mir hier beim örtlichen Lidl jetzt nochmal eine Packung Klopapier gegönnt, damit ich gleich in der Wildnis nicht wie mit Blättern den Arsch abreiben muss. Und Freunde, ich muss sagen, langsam, ich habe mich jetzt beruhigt, aber ich bin auch langsam echt wieder abgefuckt, ne? Also ich verstehe wirklich nicht, wie man so viel Pech haben kann. Ihr müsst euch vorstellen, finanziell kickt das halt auch langsam echt richtig rein. Der Roadtrip war von Anfang an natürlich schon so, dass ich gedacht habe, okay, hier mit der G-Klasse so eine weite Strecke, Benzinkosten allein schon, ziehen einen halt aus, dann ist die Aktion bei Zimmer vollkommen aus dem Ruder gelaufen. Und jetzt halt auch noch die Aktion. 800 Euro sind für den Typen rausgegangen. Plus die Reparatur. Ich habe das gerade nochmal im Kopf überschlagen. So, wenn man sich das anguckt. Wenn man, selbst wenn man davon ausgeht, dass der Wasserkühler jetzt nichts hat. Das sind halt allein schon locker wieder 2000 Euro an Teilekosten, die da drauf gehen. Und ja, langsam bringt es mir wirklich keinen Spaß. Da frage ich mich so, warum habe ich immer so viel Pech? Weil ich habe jetzt gerade die Situation nochmal ruhig im Kopf durchgegangen. Ich hätte da nichts machen können. Ich hatte eine normale Reaktionszeit relativ, vielleicht ein bisschen verzögert, aber selbst wenn, wäre ich da nicht rechtzeitig zum Stehen gekommen. Der ist so vor mir und hat direkt in die Eisen gelatscht. Ja, Freunde, naja. Ich habe natürlich immer noch das Gefühl, dass ich durch die YouTube-Videos da wieder so ein bisschen wieder gut machen kann. Das ist natürlich auch für euch irgendwie sehenswerter Content, aber für mich ist es einfach echt nur Opfer. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr an dieser Stelle einmal den Algorithmus unterstützen könntet. Daumen nach oben, Abo rein, wenn ihr es noch nicht habt. Und gerne in die Kommentare mal, wie ihr in der Situation reagiert hättet. Hättet ihr die Polizei gerufen, hättet ihr es die Versicherung klären lassen? Das wäre wahrscheinlich, ne, wär die Versicherungspolice hochgestuft worden. Das wäre dann noch teurer gewesen, aber man hätte es halt nicht bezahlen müssen. Oder was hättet ihr gemacht? Findet ihr die 800 Euro fair? Hättet ihr mehr bezahlt? Hättet ihr weniger bezahlt? Naja. Ich hau jetzt wieder ab aus der Zivilisation hier. Das schockt mich alles nicht. Dann gucken wir mal, wo wir heute unser Camp aufschlagen. Ungefähr 100 Kilometer weiter sieht das jetzt so aus. Da oben sieht es aus, als wären auf dem Berg oben drauf so ein paar freie weiße Schneeflächen und da werden wir jetzt mal versuchen, einfach mal hochzufahren. Sieht auf jeden Fall aus, als hätte man von da oben eine ganz gute Aussicht. Oh nein, Leute, guckt mal die Armen, guckt mal die Butchis. Och Jungs. Ich hoffe, die gehören hier irgendwo dazu. Hier sind ja ein paar Häuser, aber ich habe halt auch schon unterwegs auf der Landstraße und in der Stadt und so ein paar Hunde gesehen, wo das auf jeden Fall Straßenhunde waren. Als Hundebesitzer, da geht einem schon da ein bisschen das Herz auf Grundeis, muss man sagen. Also habe ich so vorher auch noch nie irgendwo gesehen, Straßenhunde. Ganz krasse Nummer. Auf jeden Fall finde ich das mega interessant hier so wirklich. Ihr habt gesehen, wie weit wir gerade schon gefahren sind. So wirklich komplett off-remote zu leben. Ich meine, hier gibt es nicht mal wirklich Handynetz. Ja, die gehören doch dazu, oder? Ja, denke ich schon. Hier gibt es nicht mal Handynetz. Guck mal den alten Traktor hier an.
Quavy, Quavy, Quavy. Das kenne ich noch aus Motocross-Zeiten, so Sachen wie Spurrillen und Steigung und das kommt auf Video halt immer alles gar nicht so rüber. Das ist auf jeden Fall. Ich habe ein bisschen Angst, mich festzufahren gerade. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie man so Sperren benutzt. Oh mein Gott, jetzt wird's wild hier. Ich steige einmal kurz aus, damit ich euch auch zeigen kann, was das hier so ist, wo wir gerade langfahren, weil ich glaube, das kommt auf Video halt überhaupt nicht rüber. Es ist saukalt, Freunde. Ich weiß gar nicht, ob ich mir jetzt hier gleich Essen machen soll. Ach, sieht immer noch nicht heftig aus. Scheiß drauf. Also jetzt mal ernsthaft, Freunde. Vielleicht kann mir einer in den Kommentaren erklären, wie man diese Sperren benutzt, ob das hier sinnvoll wäre oder nicht, oder wenn man die mittlere, vordere, hintere benutzt. Ich bin halt wirklich noch nie irgendwie Offroad gefahren und die Steigung hier bei der Glätte in Verbindung damit, dass es hier links einfach komplett runter geht, ist schon sehr wild für mich gerade. Okay, ein paar Sachen, die ich auf jeden Fall schon mal gemerkt habe. Erstens, ich hätte vielleicht vorher schauen sollen, ob vorne am Kühler irgendwelche Kühlflüssigkeit auftritt, bevor ich auf diese Strecke hier hochfahre, wo mich definitiv niemals irgendjemand bergen können wird. Aber Motortemperatur ist auf jeden Fall okay und Flüssigkeit tritt auch nicht aus. Zweitens, 1er Jordans sind nicht das passende Schuhwerk für diese Mission. Freunde, ich habe wirklich gar keine Ahnung, was ich hier mache. Es ist einfach nur noch wild. Aber eine erfreuliche Nachricht habe ich hier trotzdem noch. Pass auf. Oh. Und diese Hunde, ne? Bisschen Schiss. Die sind mir ja teilweise richtig hinterhergelaufen hier. Die MKL ist weg. Die MKL ist einfach weg, Freunde. Die habe ich nicht abgesteckt oder so, sondern die ist einfach ausgegangen. Und dann muss ja auch gute Nachrichten geben, ne? Da oben wohnen auf jeden Fall noch Menschen. Ich hatte gehofft, dass ich hier auf so einen unbewohnten Gipfel hochkomme, wo ich eine wunderschöne Aussicht habe, wo ich mir mein Essen zubereiten kann und auch nächtigen kann. Aber das will ich ungern unter den Augen der Dorfbewohner da oben tun, die wahrscheinlich einfach nur denken, was macht dieser deutsche Stadtlolli hier bei uns auf dem Berg? Okay, da vorne wird es jetzt richtig steil. Hier hören jetzt die Autospuren auf. Die letzten gehen hier zu irgendeinem Hof. Da unten gucken schon Leute ganz komisch, was ich hier so treibe. Da hatte ich einen coolen Ausblick, ne? Das ist schon cool. Ja, und da oben könnte man jetzt noch weiterfahren. Sollen wir das mal versuchen? Ich habe echt Angst, dass ich irgendwie stecken bleibe, ne? Weiß ich nicht.
oh Gott, oh Gott. Nein! Nein! Ich glaube, wir bleiben stecken. Fuck! Fuck! Ist das... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich mich gerade übernommen habe, Freunde. Also auf jeden Fall, hier sind keine Autospuren mehr. Man sieht zwar, dass hier irgendwann mal jemand gefahren ist, aber das war gerade so krank. Oh. Eigentlich haben wir doch unseren Ausblick, oder? Guck mal, hier. Oder sollen wir versuchen, da noch ganz hoch? Komm. Ich sehe da schon auf jeden Fall ganz tiefe Spurrillen. Und ich weiß immer noch, ich fahre immer noch mit ESP, Leute, ne? Ich weiß nicht, ob ich, sollte ich wahrscheinlich ausschalten im Offroad. Aber dann habe ich Schiss, dass ich komplett irgendwo wegrutsche. Und sperren weiß ich auch nicht, Digga. Also die Steigung Real Talk, das sieht nicht so aus, als würde ich das mit ESP und ohne Sperren schaffen. Es war auf jeden Fall richtig, ESP auszuschalten. Oh mein Gott. Leute, das ist das Krasseste, was ich je gemacht habe. Ich schwöre es euch. Fuck. Diese Strecke hier hochballern. Oh mein Gott. Scheiß auf den Lack, Digga. Bam. Meine Güte, das würde von außen wahrscheinlich so geil aussehen. Ja, hab gleich nasse Schuhe. Aber das ist es. Das ist es! Woo! Okay, erste Euphorie ist verflogen. Schauen wir mal, ob wir da vorne auch noch hochkommen. Oh, fuck. Man ist hier einfach halt in diesen Spurrillen drin. Die sieht man jetzt natürlich nicht, weil die vom Schnee überdeckt sind. Aber du kannst halt so gut wie nicht lenken, wenn du da einmal rausrutscht. So, okay. Hier schaut es wieder nach einer mehr befahrenen Straße aus. So, Freunde. So habe ich mir das vorgestellt hier. Schön alleine oben auf einem Berg drauf mit wunderbarem Ausblick. Und jetzt habe ich mir halt gedacht, baue ich hier so mein Camp auf. Aber ihr seht schon, oh, der hat nett gewinkt. Da war ein Dude mit seinem Quad. Aber ich habe irgendwie ein bisschen Schiss, muss ich sagen. Also hier so alleine auf einem Berg. Abgesehen davon, dass es hier in Rumänien Bären geben soll, habt ihr gesehen, fahren hier halt auch regelmäßig Leute lang. Und ich habe jetzt keinen Ort gefunden, wo ich mich irgendwie alleine und sicher gefühlt habe. Ich muss da sagen, so die Bedenken vom ersten Video, die ich hatte, die sind ziemlich verflogen, weil ich habe mit ein paar Leuten gesprochen und ich bin dann auch noch weiter in die Stadt reingefahren. Das ist da schon, also es gibt hier viele teure Autos und die Leute waren alle mega nett und ich habe da jetzt nicht mehr so die Bedenken. Aber hier so ganz alleine auf einem Berg oben drauf, das ist schon hardcore, Digga. Also, weiß ich nicht. Schauen wir mal, wie es weitergeht, Freunde. Das seht ihr im nächsten Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, so wie euer kostenloses Abo. War auf jeden Fall die beste Entscheidung in meinem Leben, diesen Trip zu machen. Und ich bin gespannt,
wie es weitergeht, Freunde. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Haut rein. Ciao, ciao.